So, und damit einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Red Dead Redemption 2. Guck mal, Leute, ich habe wieder einen Hut auf. Da haben wir. Und die Haare sprießen nur so. So gut, Leute, mal weiter an der Stelle. Ich werde jetzt erstmal hier mit dem Herr Strauß reden, wegen Geld eintreiben und so. Müssen wir mal gucken. Ich denke, wir können das einfach dann parallel alles machen, oder? Da will wir auch noch mit uns quatschen. Ja, wir quatschen erstmal mit Strauß. Ich hoffe, dass ich das einfach nebenher machen kann und nicht alles jetzt hintereinander machen muss. Mal schauen. Je nachdem, was er für uns aufhat. Hallo? Ah, Herr Morgan. Herr Strauß. How are you enjoying yourself here? Well enough, I guess. And you? Well, it turns out the pursuit of freedom is not a cheap business. Not for us, and not for some of the locals. Sharking already. I prefer to call it banking. You ain't the one handing out the beatings. No, but I am the one feeding the women and children in the camp. What choice do we have, Mr. Morgan? I don't know. Well, come on, then. Tell me who. Here's the list. Refinery worker turned hunter by the name of Vinton Holmes. You'll find him up in the hills north of Strawberry. Ah, an apprentice undertaker. This one working in Rose. His name was Gwen Hughes. And how many of them do you think will be able to pay? With enough encouragement, both of them. ich mach das ja super ungern. Gut, aber wir haben jetzt zumindest erstmal die Daten von den Leuten. Das heißt, wenn wir da irgendwie langkommen, können wir das einfach machen. Ja, wir haben allgemein ziemlich viel optionales Zeug gerade, was ich dann immer Step-by-Step lösen würde, wenn ich irgendwie gerade da bin. So, gut. Oh, da quatschen wir jetzt erstmal hier mit Bill. Na gut, da brauchst du keinen Wegpunkt, das finde ich auch von alleine. Guck mal hin. Ich würde übrigens dann auch gerne Rhodes nochmal, wenn wir da sind, gerne die neue Waffe, die wir jetzt haben, das neue Gewehr, was wir letzte Folge... von diesen Banditen da bekommen haben. Das würde ich dann gerne mal in Rhodes upgraden. Und so. Ich glaube, das ist besser als das Repetiergewehr. Wir können das ja dann nochmal vergleichen. Wenn ich außerhalb des Lagers bin, weil hier gerade geht das, glaube ich, irgendwie nicht. I need a word with you, Morgan. Okay. What is it? We got something cooking you might be interested in. Am I gonna like the sound of this? Been cooking since Horseshoe, but you went and kicked up all that commotion in Valentine. Now, we was preparing to rob the bank there until you got involved in all that nonsense, and I don't know, I just feel like it's unfinished business. That wasn't my fault. It was just one of them things. How come every time I get in trouble, I'm called a fool and an idiot? But when you get in trouble, oh, it's just one of them things. It's a good point, Arthur. A very good point. All right, well, what do y'all want me to do? Hit the goddamn bank with us. You really think it's worth going back there? Four of us can hit the bank easy, but I ain't gonna lie to you. There will be law if we linger. And if we're serious? No, just local boys being rounded up and pressed into action. Meaning? If we go in quick and quiet, we can hit it just fine. If there's four of us, I mean. Y'all think it's worth the risk? It's a bank, Arthur. So? Is the take good? According to the fella I met, yes. It's the end of the stock sales. Plenty of money and plenty of people milling about. All right, I suppose it's worth taking a look at least. We should wait until the morning. In any case, I need to change out of these rags if I'm gonna be performing. Okay. So, Bill... this better be worth it. Oh, it is. We put a lot of research into this one. I hope so. All right. Let's go. Mr. Morgan. Herr Strauß. That man. The debtor, Thomas Downs, apparently he's dead. Dead? Huh. Well, he didn't seem very well. His wife. I believe he has a wife and child. She will assume the debt, of course. Of course. When you can, head up there and collect. We lent them a lot of money. Okay. Gentlemen, let's go rob ourselves a bank. What's the plan, then? Oh, well, we're gonna send Karen on in ahead as a distraction. Then we're just gonna rush on in afterwards. Just a small bank in a little town. Nothing that big in way of security. We just need to bring you along as a insurance policy. Yeah, that sounds about right. Okay, let's move out.
Okay, krass, Leute. Bank ausrauben. Das kann interessant werden. Ich denke, das wird interessant. So, tell me again about this big can't-go-wrong plan of yours. Oh, it can go wrong. Anything can, once the shooting starts. Well, that's reassuring. Like I said, we'll see how it looks. If we can get in all right, we'll send Miss Jones ahead to the bank. They won't recognize her. I'll show you boys how it's done. What are you thinking this time? I don't know. Fellers always like the lost little girl, but nobody plays a drunken harlot quite like me. Nita should work. Once she's got them distracted, we'll move in. When I was scouting the place the other day, there was only a couple of guards. We deal with them and any customers who are feeling brave. And you always fancy yourself as the Vault Man, right, Arthur? Now I see why you brought me. Hey, I'm more than willing. Nah, best I do it. Oh, and did Dutch tell you I've also been cooking up some deals with them Gray Boys? What? No. What kind of deals? See, you don't realize, Morgan. I'm out there putting in the work same as you. I've been drinking with them a couple times now. Seems they're looking for some extra security. Yeah, I'm sure they are. Could be something in it for us. Well, just be smart about it. We got a lot of irons in that fire right now. Yes, I know, Morgan. Can't believe you got me going back to Valentine. Don't tell me it ain't hurt you leaving that bank behind. Not really. Work a town and not hit the bank? That's downright pathetic. I guess we went a bit beyond working it. We shot the place to hell. You did, Morgan. Not me. I played it cool up there. Couple of punch-ups, dealt with some O'Driscolls. Ah, is that right? Like I said, you mess up, it's just one of them things. I mess up, I'm the prize idiot. Well, Bill, I don't know what to tell you. Surprised you ain't already ripped me about that dynamite again. One mistake, and I'll never live it down. What do you need? Pat on the back? A medal? Just know, I got the lead on this one. We'll see about that once things get going. Move along. So, thinking this through. You rob Cornwall's train. We shoot a heap of his men in Valentine. We rob his stagecoach. This is just dawning on you now? And now, we're going back to the one place he knew where to find us. That's the genius of it. Folk never look at what's right under their nose. I ain't sure that's always true. What's happened to you? You're getting real nervy in your old age. The last few weeks happened. Forget about Cornwall. He can't have many men left at this point. Got a bit hairy in that barn, but we all walked away fine from that. Didn't walk away with much. If four of us could deal with them in Valentine, and four of us could deal with them after the coach robbery, I ain't too worried. If you say so. We need to move quick once we're in Valentine. I'm sure they ain't forgotten us. Of course! In and out! Dutch is gonna love this. Let's get it done first. Coming past. Glad you and Lenny are along for this, Karen. Someone's gotta keep you boys out of trouble. I ain't sure even Lenny can be relied on to keep his head. Not after that night you two had in Valentine. Yeah, I've been trying to forget that. What little I remember of it.
That'll have to wait. We're here. Let's take it nice and easy. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so schnell wieder hierher machen. Okay. Behind you. Das ist gut, dass sie überhaupt nicht auffallen. I'm coming through. Good morning. Hello. Okay, let's leave the horses here off the main drag. All right, gentlemen, here we are. Okay, get ready. Okay, ich kann gerade nicht das Gewehr mitnehmen. Okay. Go to work. Of course. That's right. All right, keep it cool and follow me, fellas. Hey, mister. What's up? Not too shabby. So, we never decided. Is it lost little girl you want, or the drunken harlot? Ich glaube, mit der betrunkenen Hure, das wird deutlich lustiger als schauspielerische Leistung. So which one? Oh, of course you know I like the harlot. You're the only one. You're a bunch of filthy sinners and the heartbreakers, a lot of you. Now where is he? If you're ready, get going. Good luck, gentlemen. We got this. Where is he? Where is he? Have you seen him? I really think... Oh, wie scheiße, dass die... Na gut, nehmen wir mal rüber. Madam? I'm not leaving till I find okay, him. Okay, we're going. Hold on. So wait till she's you. Got him reeled in. Don't like you don't know me. All stuck up in here. Not so goddamn stuck up last night. Oh, sorry. Just between us. I've never seen this woman in my life. Get your goddamn hands up! Go. This is a goddamn robbery! Nobody move! No word up! Nobody move! Don't make us hurt you! Here! Unlock the door! Okay, the door's unlocked. Oh, you think we're here in the front? Come on! Come on! Open the goddamn vault! Open it! How's it going in there? Too slowly! You better get that door open right now. I'm nearly there. Too slow. Hurry up! I'm going as fast as I can. You got damn slow! Sag mal, hat er es bald? Come on, bitch, hurry up! Come on! I'm in! Someone come make sure the suit behaves himself in here! Come here. Open the lockboxes now! The manager does that. God damn it! Now what? Guess I'll crack them or blow them up. Keep an eye out. I'll be as quick as I can. Spring. Reckon I'm gonna have to blow them. Okay. We gotta move before they blow. Oh. The law will be all over us. Now, you shut the hell up and be still.
If I see that leg move again, you get a bullet in it. How much time you think we got? I don't know. Not much. This is taking too long. I hear people out there. Me too. Boys, you need to move this along! Nicht mal so schnell ich kann. Come on, make it quick! Hey, watch him there. Don't worry. I see him. I'll keep a lookout at the door. Please, let me go. Mm. I won't say nothing. I swear. Shut the hell up and stay where you are. Wie lange brennt das denn, Alter? Nee. Hoffentlich lohnt sich das jetzt wirklich neu. How are you getting on? Alter, echt so viel? Going as fast as I can. We need to get out of here. How's it looking there? Good. Told you. Don't count your chickens just yet. That's another one cleared. This is looking good. How much longer? Nearly there. Okay, you reckon that's enough now? Maybe. It's never enough. Well, I'm ready to get the hell out of here whenever you are. Gentlemen, hurry! We seem to have some company! Sorry, partner. Shit, hurry up! I heard, go on! Okay. Aber kriegt nicht genug Leute. We got the place surrounded. Oh je. We got you surrounded. Nowhere left to run. Assuming folk ain't getting there, you won't swing. I said come out now. What do we do? I don't know. Give me a second. If the shooting starts, you're all dead. I'll go. Follow me. What are you, insane? Probably. Don't shoot! Don't shoot him! I made a terrible mistake! Get out of there, miss! Sorry. Alter. Hau den doch! Fuck man, ich wollte den eigentlich hauen. Wieso haut der nicht, Alter? Ich werd verrückt. Alter Schwede! Ich hab hauen gedrückt die ganze Zeit. Ich wollte es cool machen, Leute, weil es cool war. Aber er hat nicht gehauen. Okay, nochmal. Die Revolver knallen trotzdem übelst rein, ey. Ich glaube, es reicht ein Körperschuss. Come on, before you get us all.
Ja, macht ihr denn? Ne? Ich glaube, wir haben irgendwie $5,000 eingesteckt oder so, kann das sein? Das ist übel, ey. Das arme Valentine, ich sag's euch. Aber da kommen wieder welche. Was geht ab, ey? Kommen sie wieder zwei? Vom Zug. Yeah. All right. I think we lost him. Thank you, gentlemen. That was stupid and dangerous. Thank you, Bill. We're alive and we're paid. Yeah. I don't see the problem. Yeah, and that is the problem. Bill, this is a very good take. Dutch will be happy, even if it did come with a heap of trouble. Ah, it was fun. Well, maybe you're right. Now, go on, get out of here. I have some other business to attend to. Don't head directly back to camp, and make sure you ain't followed. Okay. This is Downs. Okay. Yeah. Das war auf jeden Fall krass gewesen, Leute. Show up now. So, unser Downs Range sollen wir gerade. Okay, interessant. Nö. Moment. Unser Pferd kann was zu essen gebrauchen. Na, doppelt hält besser. Hä? Was ist denn jetzt wieder leer plötzlich? Real good. Wieso gibst du dem denn nix? Jetzt geht's. Okay. Endlich. Nice. Okay. Wo sind wir? My husband's not cold in the ground, and you've come back here. Archie, I nearly paid off what was owed. Your husband knew the rules when he took that money. Now, I'm real sorry about the way things turned out, but he had a choice. Ain't my fault about the way the world is. He didn't have a choice. He was good, and he did good. There wasn't no choice in that. And you've as good as killed him yourself, and don't kid yourself. You had a choice. You speak as if killing were something I cared about. You ever wonder about eternity? You should. I hope it's hot and terrible, Mrs. Downs. Otherwise, I'll feel I've been sold a false bill of goods. Now, please, give me that money. Either you got a lazy eye or lack of respect. Which is it, boy?
ain't got no lazy eye. No respect for the likes of you. Well, maybe when your mother's finished mourning your father, I'll keep her in black on your behalf. You think on that, boy? Well, maybe you shall, sir. And maybe other events will transpire. You best stick to them books, because mark my words on this. Vengeance is an idiot's game. Ah, Mrs. Downs, thank you for your punctuality. It's next to godliness, isn't it? That's cleanliness. I'll have to take your word on that. Good day. Ach ja. How are you gentlemen keeping? You don't look right. Fine, Miss Grimshaw. And you? Just fine, sir. Just fine. I must say, y'all, all this adventuring and wandering over mountain passes, being chased and running for our lives, surely agrees with you. You know, if I didn't know, I'd think you's the same age as them silly girls. Oh, away with you, silly man. Oh, no, no. Well, if I was 5 years younger, oh, and $1,000 richer, well, I'd marry you. Make a dishonest woman of you, I would. Yeah. And that'd be the best decision I ever took. You're a fine woman. Oh, you keep it hidden under that sour vinegar face, nasty acid tongue. But I know that's just a rose's thorns. You're a silver tongue flatterer and no mistake. Oh, no, I tell the truth, ma'am. I must get back to my work. Wieso waren die Stimmen gerade so laut? Oh, da ist was über diese Frau. Ich dachte schon, abwarten, Deck vielleicht. Evening. Hallo. Okay, das war gerade ziemlich strange. Evening, Mr. Morgan. Guten Abend. So, okay, Leute, ich werde jetzt mal nach Rhodes machen, denn. Ich würde sehr gerne mal mein neues Gewehr und so weiter upgraden und gucken, ob wir vielleicht noch was Besseres kaufen können. Ich würde einfach wieder einen Cut setzen oder so, ne, dass das für euch nicht so lange dauert. Und währenddessen können wir eigentlich auch mal gucken, ob wir hier ein, zwei Quests noch lösen können. Also hier zum Beispiel müssen wir Geld eintreiben, so wie das aussieht. Und gleichzeitig würde ich dann mal versuchen, einen Büffel zu jagen und da perfektes Fell zu bekommen. Da hätte ich irgendwie Bock drauf, das auszuprobieren. Muss ich dann nochmal schauen, wo wir welche gesehen haben. Wir müssen einfach mal ein bisschen dann im offenen Gelände rumreiten. Das werde ich jetzt alles mal probieren. Ich weiß nicht, ob ich das in dieser Folge schaffe. Aber ich lege einfach mal los, ne? Ich werde ein bisschen mit Blenden arbeiten und so. Und sobald was Interessantes passiert, sehen wir uns dann sozusagen wieder. Wir haben übrigens richtig viel Geld jetzt. Wir haben über $2,000. Das ist total krass. Come on, girl. Also ich werde dann jetzt auch bald für das Lager wieder was spenden. Das werde ich auf jeden Fall machen. So gut, Leute, ne? Es gibt eine Blende. Wir sehen uns dann in Rhodes wieder, beziehungsweise wenn irgendwas Interessantes passiert. Also bis gleich. Okay, hier sollen wir Geld eintreiben. Glaube ich zumindest, oder? I ain't never gonna get the hang of this. Gwen Hughes, start picking out a box for yourself if you don't got that money you owe Leopold Strauss. I don't.
I need more time. Doesn't everybody? That casket for you? Or you want another? Wait. I can get it for you. But, come with me to the churchyard. And stay close. Hm? All right. Dann lauf mal vor, mein Bruder. Oh, this ain't right. I'll get you your money, but, well, you'll see. What ain't right is borrowing money you can't pay back. I guess you're correct, but, this, it ain't exactly right, what we're doing. You ain't the first to put his hand in the collection box, and you won't be the last. Rest a little easier knowing church has been taking more than they need off poor folks since time began. Well, like I said, well, the morality of the matter is a little more confusing than that. Ja, Geld eintreiben ist ganz schön stressig. Okay, you head on in the church, I'll keep watch. Well, it ain't in there. It's under here. I'm digging up Mrs. Claypole. Jesus! Well, she got a bunch of jewels in there that she don't need. Okay, jetzt verstehe ich, was er meint. Und Arthur wahrscheinlich auch. Oh, damn it! There's a bunch of people here. Oh, I got it. Look, you clear them off, and I'll wait right around here. But don't hurt nobody. We don't want no fuss. Don't be shy, ain't no one around. Just my auntie. You two might want to find somewhere a little more private. We was fine until you got here, mister. Good day now. Get out of here, kids. Move! Come on. I knew we shouldn't have been here. You missed your chance, boy. Okay, von Sonnenwein. Ma'am, would you mind clearing out of here for some maintenance work? Oh, gladly. It's about time this place got cleaned up. Ja, seht ihr, es geht auch höflich. Wunderbar. It's all clear. All right. Now go watch the gate. I'll get to this, exhumation. Okay. Die wir gerade gehen. Da kommt jemand. Hello there, sir. Church grounds are closed. Okay. It's, good of you to be doing it out of hours, I guess. I'll come back in the morning. Ja, wir machen das extra nachts. Okay. Noch jemand? Da vorne kommen noch zwei. There's them that's born to it. There's everyone else. Mit denen könnte es Ärger geben. Things was done on merit. You and me would be running things. Sure would. Uh-huh. Yep. Hey, look, we're closed for some, excavation work. Would you mind? No, I ain't gonna mind you at all. You carry on with your business, we'll carry on with ours. This fella. Oof. Damn choir boy. Get the hell out of this churchyard! Are you boys gonna need yourselves a preacher? You hear this fella? I heard him all right. We're gonna link you, bastard! Alter. Got some nerve? Hör zu. Alter, der hat was drauf. Please hit me, bro. Okay.
Und er macht weiter. Scheiße. See? That's what happens. Shit. Hope this hole's dug. Okay, ich werde jetzt mal nicht blindern, Leute. Wir wollen ja nicht negativ auffallen. Ganz schön was aufs Gesicht bekommen, ja. Alright, well, here's your payment. Oh, forgive me, Mrs. Claypole. What you find? But she had a brooch here. Looks like diamonds. Well, this'll do. Now get out of here before someone sees you. Can't believe it's come to this. All right, well, I'm out of here. Yeah, that's more than clear what I owe you. Ich kann die nicht einbuddeln wieder. Oh Mann. Dann ist das halt so. Ah, ist schon ein bisschen makaber. Aber so ist das. Okay, Leute, so. Ich würde jetzt mal Waffendaten machen. Ja, wie gesagt, ich will unbedingt einen Bison jagen. Also ich will unbedingt so ein ausgezeichnetes Bisonfell. Und das hattet ihr jetzt auch geschrieben. Ich muss das analysieren bei den Tieren, wie die Bewertung ist. Wir müssen ein Tier jagen mit 3 Sternen. Zusätzlich ist es aber anscheinend trotzdem wichtig, dass man die richtige Munition bzw. die richtige Waffe auswählt. Ja. So, gut. Ja, gut, ich warte bis morgen. Ja, stimmt. Das ist leider nicht 24/7 offen. So ist das. So. Haben wir gut genächtigt? Probieren wir es nochmal. Juhu. Nice to see you again, partner. Moin. What can I offer you? So, Leute, ich werde mal ganz in Ruhe gucken und so einen Überblick verschaffen. Und dann hole ich Zeug und das sehen wir dann gleich. Also bis gleich. Guck mal hier, Leute. Eine Schachtel mit 60 Patronen, Kaliber 22. Yo. Alter. Entwickelt, um beim Jagen Felle nicht zu stark zu beschädigen. Nice. Pfeile können wir auch gleich mal voll machen. Ein Repetiergewehr für die ganze Familie. Okay, Leute, laut Beschreibung scheint das hier ziemlich gut zu sein, um jagen zu gehen auf kleine Tiere dann. Und das hat auch das gleiche Kaliber wie die Munition, die wir gerade geholt haben. Das würde ich mal noch holen wollen. So nicht so teuer. See Mr. Banks across the way there? He ain't the friendliest. Oh, 2600 Dollar haben wir. He's nice enough when you get to know him. So, ja, Komponenten und so würde ich jetzt hier nicht umändern. Munition haben wir schon. Always good to have a full stock on ammunition. So, okay, cool. Damit können wir dann irgendwie kleinere Tiere anscheinend gut jagen oder so. Müssen wir mal gucken. Für die Großen müssen wir mal schauen, was wir dann immer nehmen. Ob wir Giftpfeile nehmen oder mit der Sniper arbeiten oder so. Ich weiß nicht, was give this a try. Müssen wir die noch ein bisschen untersuchen. So, jetzt würde ich gerne mal noch anpassen. Revolver haben wir schon. Pistolen muss ich jetzt auch... Ne, Pistolen haben wir schon. Repetiergewehr, Gewehre. So, was haben wir hier noch? Flinten. Okay... Das hier würde ich jetzt nicht anpassen. Springfield-Gewehr, Bolt-Action. Was ist denn davon die Sniper eigentlich? Also einmal gleich sehen. Das hier ist die Sniper, ne? That gun seems to be well taken care of. Moment. Und welches ist... Ich glaube, das Bolt-Action-Gewehr ist das hier, was wir neu dazu bekommen haben, wenn ich mich nicht ganz täusche. Looks like you're taking care of that weapon. Good to see. Ja, es befindet sich auch noch im perfekten Zustand. Das andere hier, können wir mal gucken, Gewehr. Das wahrscheinlich nicht, oder? Doch, ist auch ein perfekter. Okay, ich gucke mal ganz, was ist denn besser von den beiden? Also welche will ich jetzt irgendwie öfters benutzen? Das ist die Frage. Springfield oder Bolt Action? Ich glaube, Bolt Action will ich mehr benutzen. Ich guck mal eben, wie die Preise sind. Springfield oder Bolt Action? Springfield oder Bolt Action? Weil wir müssen uns ja dann schon irgendwie auf eine Waffe dann erstmal einigen, damit wir damit vertrauter werden. Okay, das ist Springfield, das ist Bolt Action. Das ist einfach ein bisschen genauer, die Waffe hat bessere Nachladezeiten, ein bisschen bessere Feuerrate. Ja, okay. Alles klar. Gut.
Ich habe halt keinen Plan von Waffen, Leute. Also gerade, also ich habe allgemein keinen Plan von Waffen und so. Und deswegen muss ich mir da halt erstmal ein bisschen reingucken. So, okay, dann anpassen. So, Gewehre. Dann passen wir das hier erstmal an. Das werden wir relativ häufig jetzt benutzen in nächster Zeit, denke ich. Komponenten, Lauf. Und dann wollen wir das Beste rein, was geht, Leute. So. Dann Visier. Das ist meine Neuigkeit. Dun 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 dun, Zielfernrohr. Joa. Ich weiß nicht, ob das nerven könnte, wenn ich ballern will. Weil der guckt dann ja jedes Mal durch, oder? Nee, ich glaube, das würde mich wahrscheinlich nerven. Deswegen lassen wir das mal weg. Schafft. Ja, das ist einfach nur optisch. Das ist mir egal. Schutz. This here store's as proud and fine as the town it lives in. Das ist alles in optischer Natur. Das lassen wir weg. So, Dekoration. Metalle, Gravuren, Schnitzereien. Ich finde es immer cool, irgendwie, ich würde wenigstens noch Gravuren reinmachen, weil ich es cool finde. Komplett Gravuren. Okay. Da sieht man echt nicht so den Unterschied. Ich glaube, ich lasse es. Schnitzereien, ist da was Cooleres dabei? Oh ja, das sieht schick aus. Ist das ein Mammut? Das finde ich witzig. Ah ne, das ist ein Bär. Das sah aus wie ein Mammut, weil ich dachte, dass das wäre ein... Okay, ja, mach mal das Mammut, also das vermeintliche Mammut, mach mal drauf. So. Das sah aus wie ein Mammut, sorry Leute. Okay, können wir so lassen jetzt. Munition. Dann jetzt die jetzt, oder? Express normal. Komm, wir holen mal alles, oder? Always good to have a full stock on ammunition. So. So, jetzt sind wir hoffentlich ausgerüstet, was das angeht. Alles klar, Leute. So, jetzt würde ich mal ganz schnell wegen der Sniper gucken. Und dann sind wir hiermit erstmal durch. Und dann würde ich versuchen, einen Büffel zu jagen. Die Frage ist halt noch, wie gesagt, mit Bogen. Da müssen wir halt das Giftfalle machen. Wir können auch mal mit der Sniper probieren. Wir können auch mal versuchen, mit dem Lasso zu arbeiten. Das wäre auch eine Idee. So, das ist unsere Sniper hier. Okay, Komponenten. Weapons only as good as ja, ein bisschen was bringt's halt, ne? Da haben wir's drauf. Zielfernrohr ist schon. Ne, ja, dann machen wir mal ein besseres, oder? Das macht keinen Unterschied. Ne, macht keinen Unterschied. Mittleres, langes. Aber wir, ja, wobei doch, wahrscheinlich können wir einfach weiter gucken. Ja doch, dann hauen wir's mal drauf. Schafft. Macht der Sinn, ne? Macht der Sinn. So, ja, das lassen wir erstmal wieder so. Schutz, was war das nochmal? Ja, ne, jetzt lassen wir weg. So. Okay. Dann machen wir noch wieder eine Schnitzerei rein. Ich hätte gern wieder das Mammut. So, alles klar, fertig. Munition nochmal gucken. Okay, das ist die gleiche. Make sure you got enough rounds for it. So, hätten wir. Okay. Dankeschön. Immer wieder schön hier. Und wir haben schon wieder keinen Hut auf. Aber jetzt einen Hut kaufen. Nee, das lassen wir mal. Let's go, girl. So, Leute, gut, dann lass mal einen Büffel suchen. Es wird wieder einen Cut geben. Wir sehen uns wieder, wenn ich welche gefunden habe. Ich muss halt irgendwie im offenen Gelände rumrennen, idealerweise. Fuck! Was geht ab? Alter! Ah! Wo sind noch welche? Da hinten. Alter Schwede, was geht ab? Damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Fuck, Mann. Alter Schwede, was geht ab, ey? Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich glaub's nicht. Arschgeigen.
Endlich. Easy. Whoa. Sind welche. So, gut. Ich habe jetzt rausgefunden, dass wir auch, wenn wir mit dem Gewehr drauf ziehen, dass wir die auch untersuchen können, was sehr angenehm ist. So, und guck mal rechts unten, da haben wir jetzt immer die Sterneanzeige. Das steht für die Qualität dann auch von dem Fell. Wir brauchen einen mit 3 Sternen. Ich weiß nicht, ob ich den einfach mal einen Kopfschuss verpassen sollte. Wenn ich einen sehe mit 3 Sternen. Die haben aber nur 1 Stern. 1 Stern. Der hier. Oh, der ist perfekt. Okay, wir probieren es. Einfach einen Kopf bannen. Okay. Er liegt. Okay, Leute. Also zumindest hat der Einschuss ausgereicht. Jetzt hoffe ich, dass das Fell perfekt ist. Also ausgezeichnet. Ansonsten haben wir ja noch ein paar Versuche, auf jeden Fall. Yo! Also, es hat zumindest 3 Sterne. Ne, wir gucken mal. Wir heulen mal. I know, girl. Just give me a second. Der hat vorhin noch gelebt, ne? Na gut. Ja, zumindest kam noch Geräusche. Das geht ab, ey. Oh, ist das übel. Perfekt! Perfekt ist besser als ausgezeichnet, oder? Würde ich mal meinen? Okay, wir sollten wahrscheinlich weg von hier. Hm? Ja. Ah, die rennen auch vor uns weg, alles klar. Ach man, das ist immer so übel, ey. Vor allem, wenn wir das Leicht nicht benutzen können. Voll doof. So, gut, aber wir haben perfektes Bisonfell. Das war erstmal mein Ziel gewesen. Okay. Alles klar, Leute, würde ich an dieser Stelle erstmal Schluss machen mit dieser Folge. Geht da schon wieder eine ganze Weile. Zumindest so für mich reingefühlt, weil ich jetzt sehr lange nach dem Bison gesucht habe. Also müssen wir uns mal den Spot hier merken, falls wir wieder welche brauchen. Über dem A. Ne? Über dem A hier, sozusagen, ist eine Bisonherde. So. Gut, würde mich sehr freuen, wenn wir uns nächste Folge wiedersehen. Und ja, ihr seht das schon, ich reite jetzt erstmal dann zu der nächsten Quest. Also, bis gleich. Beziehungsweise, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüssi.